22. So, der Sound wird jetzt jeden Augenblick gefixt. Da kann ich leider nicht zu. Wird jetzt gleich auf jeden Fall gemacht. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schnell hier in die Halle hineingegangen. Und Exit, der findet keinen Ausweg, außer hier ordentlich Headshots zu drücken. Und dementsprechend sind wir bereit für diese Runde. Ich mache mal ein bisschen leiser, damit es nicht eskaliert. Sorry für diese Unannehmlichkeiten. Wird sich jetzt gleich jeden Augenblick hier lösen, gehe ich mal von aus. So. Alter, was ist da los? So, Ryan und Shakzula sind hier noch am Ready. So, Exit. Wo geht's? Exit to the left in direction of travel. Und er geht hinterher. Ich weiß gar nicht, das kann nicht Exit sein, der da unten angezeigt wird. Er spielt sonst nur mit einer Hand. Das wäre auf jeden Fall schon sehr interessant. Wow, das ist 1:0 für die Herrschaften von Singularity. Und damit auf jeden Fall hier schon mal, ja, ein angemessener Start, was auch immer. So, ich denke mal, wir haben hier auf jeden Fall noch kleine technische Probleme. Dementsprechend können wir noch dieses Quiz natürlich fortführen. Ich möchte es eigentlich nicht zu einfach machen, aber ja, auch er hat in Deutschland gespielt. So, meine Damen und Herren, damit geht's weiter. 1:0. Singularity kann hier auf jeden Fall auf DE Nuke schon mal ganz, ganz wichtig die Terrorpistole abwehren. Und wenn die Terrorpistole auf jeden Fall schon abgewehrt ist, dann macht das alles sehr, sehr gut her. So, Terrorbanane hat gewonnen. Sehr schön. Netto-Sephix ist richtig. Netto-Sephix hat seinerzeit sehr bei Sprout gespielt, ist blond und 22 Jahre alt. So, Hydrex kriegt auch nochmal einen durch die Smoke. So, Safety Glasses must be worn. Vor allen Dingen bei dem technischen Problem gerade. Ich denke mal, das wird Ihnen wahrscheinlich bewusst sein, dass es da Probleme gibt. So, ich glaube, es ist jetzt geregelt. So, 2:0, meine lieben Freunde. Damit können wir endlich mal loslegen hier in diese Partie. Ich freue mich schon riesig darauf, hier endlich mal zu eskalieren. So, und damit wird man jetzt hier auf beiden Seiten mit Equipment starten. Wir haben 2 AKs und 3 SGs auf Shark-Seite. Auf der anderen Seite sehen wir auf jeden Fall auch noch einiges an Utility. Es kann sich gut, es kann gut dazu kommen, dass wir vielleicht eine gewisse Verzögerung haben. Bezüglich der fortlaufenden Minors. Also es kann gut möglich sein, dass der EU-Minor ein bisschen verzögert startet. Je nachdem, ob wir gleich in Best of 3 hat 2 oder 3 Maps sehen. Macht euch auf jeden Fall schon mal darauf bereit. Das nächste Duell im Außenbereich und Leo Drunky Schwierigkeiten hier diesen Frag auf jeden Fall souverän runterzuspielen, aber trotzdem, es geht auf jeden Fall weiter. OC gegen No Drunky jetzt erfolgreich und jetzt muss man natürlich schauen, inwieweit man den Außenbereich auch noch weiterhin dicht halten kann. Wo möchten die Jungs von den Sharks den Zugriff starten? Es geht hier erstmal Richtung Tor. So, boah, Neck mit dem ersten Frag sehr stark gemacht. Hydrex damit rausgenommen. Und schon sind es nur 2 Spieler bei Singularity, die sich gegen diesen Push hier durchsetzen müssen. Und Neck kriegt hier auch nochmal den nächsten Frag. Und dann ist hier OC mit dem ganz, ja, mit dem knappen Moment fast der Möglichkeit, das hier nochmal rumzunehmen. Wer ist denn heute im EU-Minor alles am Start? Jede Menge Ausrufezeichen Coverage einfach mal eingeben. Dann kannst du die ganzen Sachen dir selbst erlesen. Aber schon alleine unsere beiden deutschen Vertreter Sprout und Big sind beide im EU-Minor vorhanden. Heute Abend sehen wir auch direkt im ersten Match Big
gegen die Herrschaften von North. Das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. So viel kann man schon mal versprechen. Crazy ist noch dabei. Dann haben wir die Mäuse noch dabei. Ancient, Fnatic und No Chance. Das sind die Teams. Oh mein Gott. Hoffentlich enttäuscht Big nicht direkt wieder. Ja, es wäre natürlich, sagen wir so, nicht hoffentlich enttäuscht Big nicht wieder, sondern hoffentlich spielt Big heute einfach gutes Counter-Strike. Das wäre schön. Denn enttäuschen können sie mich persönlich nicht. Sind im Minor drinne. Dafür muss man sich halt auch, wie gesagt, erstmal qualifizieren, auch wenn sie das natürlich durchs letzte Major halt immer noch als Slot hatten. Nichtsdestotrotz sind sie oben dabei. Sind international gesehen mit Sprout die am meisten Relevanz und Erfolg haben. Deswegen lieber ein bisschen supporten. So, Außenbereich wird wieder mal angespielt. Das absolut der typische Spielstil. Man hat außen diese Smokes, wie man es gerade gesehen hat. Die werden immer wieder jede Runde geworfen. Man kann das Ganze natürlich balancieren. Manchmal geht man einfach durch, manchmal geht man nicht durch. Manchmal geht man close zur Main. Und man kann das Ganze außen immer wieder maskieren. Dadurch, dass man natürlich bei Singularity dann einen aggressiven Spieler vorstellen muss, um die Information frühzeitig zu bekommen. Also die oder insgesamt so ein paar Granaten auf den verschiedenen Maps sind immer wichtig, dass man die konstant jedes Mal und immer wieder wirft. OG, Ryan können aufhalten, aber dann kommen Leo und JNT. Beide mit Erfolg auf jeden Fall. Und Exit ebenso als Unterstützung. Jetzt hat Singularity wieder die Schwierigkeit, auf der CD-Seite vernünftig zu stehen. Floppy mit dem ersten Frag. 1 gegen 3 Situation und JNT schafft es hier, Floppy rauszunehmen. Wunderprächtig. Und somit haben wir das 2:2. Und ja, und Terrorrunden aus der laufenden Spielzeit, vor allen Dingen in den Equipped Rounds, natürlich immer extrem wichtig. Sie können auch gegen North verlieren, ohne zu enttäuschen. Das stimmt. North ist ein sehr, sehr starkes Team. Sprout und Big gewinnen ihren Auftakt. Das wäre der Hammer. Stellt euch mal wirklich vor, beide würden sich direkt qualifizieren für die Playoffs. Das wäre so ultimativ. In den Playoffs dann schön auch das erste Match gewinnen. Und dann gegeneinander im Winner Bracket Final stehen. Damit zumindest einer schon mal durch ist. Ganz egal, wer von den beiden. So, diese Eco, sie machen auf jeden Fall viel Druck. Sie können einiges an Damage, ne, jetzt nur ein bisschen erzeugen, never mind. Jetzt wird es gut, wenn da wirklich ein bisschen mehr reingegangen ist. Aber Leo Drunky mit 3 Frags schon mal, trotzdem nur selber 39 HP verloren. Das ist natürlich weitaus zu wenig, ja. Und die Jungs von Singularity versuchen jetzt gerade irgendwie eine passende Position nochmal zu bekommen, um vielleicht eine Waffe rausnehmen zu können. Aber in dem Augenblick klappt es einfach nicht. Hydrax, der letzte Überlebende, alleine gegen 5. Ja, und Leo Drunky hat Bock auf Ace. Und Exit ist so ein Schwein. Lässt ihm das einfach nicht. Und damit auf jeden Fall das 3:2. Aber natürlich, das ist Quatsch. Bei einer Minor-Qualifikation oder Major-Quali, da sollte man, ganz egal wie es steht, immer direkt versuchen, den Spieler auszuschalten. So, wann beginnt das Match von Big? Genau, 16 Uhr. Je nachdem. Je nachdem, wie schnell wir hier bei dem Americas Minor durch sind. Kann natürlich auch sein, dass es parallel startet. Kann ich mir wohl jetzt nicht vorstellen. Nein. So, jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal schön mit einem Tempowechsel nach unten auf den Spot. Und da hat man schon sehr, sehr zügig eingenommen. Und ja, jetzt hat man natürlich bei den Jungs von Singularity hier das Nachsehen. Denn die Granatentechnik sind nur mit Flashes aufgebaut. Klar, mit denen kann man sehr viel anstellen, mit denen kann man sehr viel anrichten. Aber der Raumvorteil natürlich sehr wichtig. Bei den Jugs, die geben jetzt offensiver Push von Ryan, aber dann sofort der Refrag Exit kriegt ihn da mitgenommen. Und auf Außen ist noch der nächste unterwegs. Und der wird angespielt. JNT ist down. Floppy und Hydrax können sich da durchsetzen gegen den Akteur von den Sharks. So, jetzt geht's runter bei den Low HP, der nächste auch. Und dann ist er hier ein 2 gegen 2. Shakezula versucht hier schon mal den ersten Track zu erzwingen. Schafft es auch durch den Diffusion. Zieht aber jetzt die Waffe und haut ab. Und da wartet aber Exit schon auf ihn. Und das kriegt er auch hin, ihn zu finishen. Und damit hat man hier die nächste Runde. Und Exit mit 4 Frags ganz vorne dabei. So, im Anschluss wird der Gewinner dieser Partie
im Best of Three gegen Energy ran müssen. Und ja, ich denke mal, wenn alles laufen sollte, wie es eigentlich geplant ist, dann wird Energy gegen einen dieser Teams natürlich komplett eskalieren. Das wird ein 2-0, da bin ich mir eigentlich fast sicher. Das kann ich jetzt schon predikten. Klar, es geht dann nochmal so ein bisschen auf die eigenen Map-Picks. Da wird auch die Möglichkeit gegen Energy natürlich was Passendes auszupacken, aber grundsätzlich sollte Energy mit ihrem Spielziel, mit ihrer Spielklasse hier gegen beide Teams keine Schwierigkeiten haben. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und genau darauf freue ich mich natürlich immer, auf extravagante Situationen. Liebe Freunde, diese Runde muss ich einmal kurz unkommentiert lassen. Ich bin in wenigen Sekunden wieder für euch da. So, entschuldigt bitte, meine Damen und Herren. 5:3 steht es hier bei Singularity gegen die Sharks. Und jetzt wird man sich wieder auf die nächste Runde fixieren können. So, jetzt Jack Sula erstmal wieder für die Rampe zuständig. Man hat hier den Vorraum erstmal eingenommen für sich. Außenbereich auch relativ passiv gehalten, muss man ganz klar sagen. Ryan ist da sogar relativ aggressiv Richtung Terrorrot vorgegangen, um Informationen zu sammeln. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass es hier Richtung Rampe auf jeden Fall den ein oder anderen Stress geben wird. Oder halt Richtung Halle. Und dementsprechend ist jetzt Ryan auch gerade nochmal hier verschoben, sich an die Main positioniert, um letztendlich den Außenbereich ein bisschen passiver abzudecken. Jetzt geht es aber doch Richtung Außen nach vorne und das könnte ihn jetzt natürlich ein bisschen ärgern, da er seine Position natürlich diesbezüglich aufgegeben hat. Vor allen Dingen, weil er jetzt hier rüberspielen könnte, aber RCF, auch wenn er da die Awareness hat, ist nicht mit Erfolg gekrönt, denn man zeigt sich doch bei den Jungs von Singularity überhaupt nicht. So, Ryan jetzt hier mit der Information. Weiß jetzt ganz genau, jetzt wird es hier nach unten gehen. Schöne Smoke, die er da geworfen hat. Dieselbe Report, der gibt aber RCF. Der kann einfach so den Frag durch die Smoke finden. Und das ist natürlich eine absolute Unverschämtheit aus der Sicht gesehen von den Jungs von den Sharks. So, und damit bringt man auch seine Waffen durch. Vier Mann, die sich da verziehen und versuchen, ihre Waffen natürlich mit in die nächste Runde zu nehmen. Aber ganz ehrlich, der Raum- und Waffenvorteil und insgesamt auch Stärkevorteil war bei den Sharks jetzt gerade einfach so hoch. Da kannst du dich locker flockig mal ein bisschen zurückfallen lassen.
So. Weiter geht es. 6 Runden bei den Sharks. 3 bei Singularity. Ich weiß es gar nicht genau, Gott hier, aber ich denke mal, dass die warten werden. Die werden dann ja auch auf ihren Mainstreams das Ganze abspielen wollen. Da hat die Stalle da jetzt auch nicht einfach mal so die Backups für. Gehe ich mal von aus. So, Forum erstmal mit Druck. Die Sharks unterwegs. Und dann Singularity mit ihrem passiven Spiel bisher nicht wirklich mit Erfolg gekrönt. Also, ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht mal ein bisschen was Aggressiveres spielen, selber das Zepter in die Hand nehmen, um letztendlich hier wirklich sich einen Vorteil rausnehmen zu können. So, schöne HE-Granate, die könnte Diamond-Date gut kommen. Macht auch Damage, aber Neck kann sofort gegenschießen. Ryan aber außen mit Erfolg gekrönt. Das ist wichtig, dass man auf jeden Fall zumindest schon mal eine Seite der Hochzeit unter Kontrolle hat. Unten wird aber jetzt angespielt und auch Richtung Rampe gibt es jetzt erstmal den Druck. Ryan muss sich zurückziehen, kann nicht zu aktiv aimen, sonst hat er hier das Problem, dass er selber fällt. Und dann ist natürlich alles offen und RCF unten einfach gegen OC. Da passt er auf, hat den unteren Bereich schon mal safe und dann ist hier das Team von Sharks auch schon wieder einsatzbereit, um diese Runde fertig zu machen. So, geht man wieder safen oder wird man es versuchen? Man kommt vor, erster ist bekannt, jetzt zieht man sich zurück, schön gespielt da unten von RCF. Nimmt den nächsten sogar auch noch mit, schön mit der AWP und der letzte Überlebende ist Ryan, der muss sich natürlich verziehen. Und das ist das 7:3. So, wieder Timeout bei Singularity gegen Sharks, aber auch die richtige Entscheidung. Man muss natürlich jetzt erstmal irgendwie finden selber, schauen, welchen Spielstil man spielt, welcher funktioniert. Und dann können wir gleich schauen, ob man vielleicht sogar hier schon die Halbzeitführung bei den Sharks erspielen kann. Das auf den Nuke auf der Terrorseite. Das ist natürlich exorbitant gute Leistung. Saubdumme Frage vielleicht, aber warum kauft man auf der Pro-Ebene gegen eine Full-AK-AWP-Gegner-Team als CT einen Helm? Könnte man die 350 in Nades nicht in Nades investieren? Das passiert ganz oft, Titan L, da sehr gut aufgepasst, also das ist absolut keine dumme Frage. Wie sie sich schlussendlich entscheiden, ist immer wieder der große Unterschied. Auch was halt SMGs, Pistols etc. angeht, also manchmal ist der Helm dann doch vielleicht die bessere Alternative. Aber grundsätzlich wird öfters mal auf diese extra Dollar verzichtet oder halt auf diesen Helm verzichtet, um ein paar extra Dollar zu haben. Vielleicht jetzt hier noch nicht die beste Sample Size gewesen bisher. So, Nack kann auf jeden Fall unten schon wieder safe machen. Exit übrigens mit fast 16.000 Dollar. Der hätte für Money-Ausgleich auf jeden Fall mal ein bisschen was legen können. Das ist ein bisschen Bullshit, was sie da gemacht haben. Aber es ist das 7:3. Unten den ersten Spieler schon wieder rausgenommen und Singularity, die schaffen irgendwie, die sind immer außerhalb da, wo das geschehen ist und dann ist es am Ende irgendwie wieder zu spät, um zu retaken, dann bist du fast schon wieder in der nächsten Bredouille die Waffen durchzubringen. Ja, und wie gesagt, also jetzt haben sie einen bekommen, das ist ganz wichtig, den mussten sie bekommen, gratis. Jetzt geht's nach vorne und Sheikh Zula bekommt hier auf jeden Fall schon mal den ersten Break Hydrix mit dem nächsten. Das gibt's ja gar nicht. Dann retaken die das hier weg, schon weg. Jetzt Exit und Nack, die letzten beiden Überlebenden. Exit muss jetzt da am Window irgendwie arbeiten. Das wird natürlich nahezu unmöglich. Er muss jetzt hier sehr, sehr schnell die Spieler separieren. Aber nein, der Diffuse ist einfach durch. Das ist das 4:7 und Sharks werfen diese Runde einfach mal weg.
Ja, man sollte sich auch mal entmuten zum Casten. Hallo. Lieber Border Collie, auch an dich einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr alle so einschaltet, so zahlreich. 610 Leute schon um diese Uhrzeit unterwegs. Singularity gegen Sharks. Jetzt nicht unbedingt das bahnbrechendste Match. Und trotzdem, viele Counter-Strike-Interessierte sind hier am Start. Freut mich. Könnt ihr mal ein Plus in den Chat schreiben, falls es auch noch jemanden gibt, der weiß, wie man schreibt. So, Jake Sulla an der Rampe erfolgreich. Und ja, Sharks hat zwar jetzt hier wirklich eine gute Ausgangssituation, dadurch, dass sie schon so viele Terrorrunden geholt haben, aber die Halbzeitführung, die müssen sie noch erspielen. Und Leo Drunky hat scheinbar auf dem Schirm, dass er noch ein weiterer ist. Boah, wie stark von Leo gespielt. Wahnsinn! Sehr, sehr, sehr schöne Runde. Das hat mir gefallen. Und jetzt müssen Floppy und Ossi gegen drei Leute ran. Hier schön einfach das Ganze abgewehrt, keine Chance. Und damit holt sich Sharks hier eiskalt die Halbzeitführung. Und das auf der Terrorseite. Also was für eine gute Leistung hier auf der Nuke. So, damit eigentlich ein schneller Versuch, in die Halle reinzukommen. Die Türen sind auch schon aufgesprengt, aber man hat bisher noch keinen Kontakt bekommen. Da muss man also dann genau hingucken. So, Justice Dupes Nickname, Venom oder 19 Damage. Wer gewinnt deiner Meinung nach das EU-Minor? Ich hoffe mal Big und Sprout. Dann geht auch mal Trip hin. Da, jeder hat da gute Chancen, auch vor allen Dingen Mausbots. So, schöne Trades jetzt hier, 2-2 jeweils rausgenommen. Floppy ist aber immer noch in der Halle vorhanden und der hat ein gutes Aiming, zeigt auf jeden Fall hier seine Spielklasse, dass man nicht einfach so gegen ihn nach vorne brechen kann. So, das heißt, dieses Setup muss jetzt irgendwie durchbrochen werden. Leo Drunky natürlich, wir haben es eben schon gesehen, eine Maschine, 16 Kills insgesamt, 119er ADR. Der ist auf jeden Fall schon mal in einem anderen Level unterwegs. Noch da natürlich jetzt die Informationen sammeln. Smoke Richtung Main. Die könnte dann wirklich nochmal das Ganze hier ein bisschen maskieren. Der kann jetzt wahrscheinlich einfach durch die Smoke durchschleichen. Weil halt einfach in diese Richtung nicht gedacht wird. Super kluger Spielzug. Wirklich super kluger Spielzug. Hinter ihm. So, wieder bekannt. Und JNT mit dem ersten JNT, ja. JNT. Ah, die Bombe geht runter. Jetzt kann er natürlich hier schön auf den Plant gehen. Kommt hinterher, ist schon komplett rausgefahren und das Duell holt er nicht, unglaublich, und JNT kann es hier nicht mehr holen, obwohl man das so schön geretaked hat, und dieser Move mit der Main, da die Smoke reinzuwerfen und selber durchzuschleichen, das auf jeden Fall vorzüglich. So, und damit die nächste Runde. Vorletzte Runde hier in dieser Halbzeit. Und direkt geht er ins Eingemachte. Die Tür ist aufgemacht worden und man ist da wirklich am Start. Und jetzt hier schön über den Connector. Nicht über den Connector, über die Main. Und vor allem mit was für einem Timing. Und genau das ist ideal. Dieses Timing hat man nicht auf dem Schirm. Deswegen wirft man auch diese Blendsgranaten, weil man immer wieder denkt, dass die Außen erstmal langsam aufbauen. Jetzt einfach hier einen sehr schnellen Push reingestreut über den Außenbereich. Ultra geil. Genau sowas liebe ich. Schön ausbalanciert. Mhm.
So, und gerne könnt ihr natürlich auch gg.bet vorbeischauen und auch für die zweite Halbzeit noch den ein oder anderen Plausch da rausholen. Mal gucken, ob ihr den richtigen Riecher habt. Aber denkt dran, Glück kann süchtig machen. Immer nur so viel ausgeben, wie ihr wirklich auch noch über habt. Also, wenn ihr schon alles ausgegeben habt und nochmal irgendwie doppelt ein paar Dosen eingedeckt mit Chili con Carne, dann auf damit. Wenn ihr gewinnt, ne, 80% an mich. So, wenn jetzt diese Runde vorbei ist, dann wissen wir, können die Sharks hier Double Digits ziehen auf der Terror-Seite auf die Nuke oder kann Singularity zumindest hier am Ende nochmal ihr Haupt aufrechterhalten. Dann gibt es 2 Minuten Päuschen, danach werden wir uns wiedersehen mit der nächsten Halbzeit, aber jetzt erstmal hier auf diese Runde natürlich unseren Fokus. Wieder einmal spielt Singularity auf einer ganz anderen Hochzeit als Sharks. Also da sind sie wirklich immer ein bisschen zu langsam unterwegs, für meinen Geschmack. So, entschuldigt meine Freunde, die Runde ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wir machen ein kurzes Päuschen, dann sehen wir uns gleich wieder in wenigen Minuten. Bis gleich. So, damit willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren. Natürlich warte ich erstmal ab, bis die Werbung vorbei ist, bevor ich hier schon losplapper. Wäre natürlich sehr unfair für die Leute, die uns supporten, indem sie den Adblocker auslassen und natürlich sich die eine oder andere Werbung hier erstmal reinziehen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall weitermachen bei Team Singularity gegen die Sharks. Beide befinden sich gerade auf DE Nuke und man hat eine sehr, sehr, sehr starke Terrorseite bei den Sharks gesehen, die sich bei DE Nuke einer sehr der City-lastigsten Maps auf jeden Fall wunderprächtig durchsetzen konnten. Der Zwischenstand ist, wenn ich jetzt nicht komplett plemplem bin, 10-5 für die Sharks. Die haben wirklich eine saustarke Terrorhälfte gespielt. Geht auf Twitch nicht mehr, braucht jetzt U-Block. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowieso Twitch Turbo, weil ich habe keine Lust, immer wieder mir Werbung anzugucken und deswegen investiere ich da das Eurönchen mehr. So, Pistol geht auf jeden Fall los. Wir haben einiges an Granaten bei Singularity. Die wollen in die Halle scheinbar hinein. Da hat man auf jeden Fall schon mal gute Granate geworfen, aber es knallt von OC das erste Mal. Exit mit dem nächsten Frag und JNT hier. Stark! JNT scheinbar auf dem Spot unterwegs. Und jetzt hat man JNT alleine gegen den guten Sheikh Sula.
Beide wissen voneinander und jetzt geht es wirklich nur ums Aiming. Und Jake Sula passt auf, nimmt damit hier die 6. Runde für sein Team. Und damit haben wir das 10:6 Zwischenergebnis. Ja, Jakob Allmann hat es auch, oder Jacob, sieht man an der Batterie, die er vor seinem Nickname hat. Und damit hast du keine Werbung, egal wo. Es gibt nämlich nichts Ärgerlicheres, als wenn du irgendwie was gucken möchtest, schnell oder hin und her schalten willst, musst du dir jedes Mal wieder die Werbung angucken. Klar, das Ganze kann man mit Subs und so weiter auch umgehen. Also für diese Programme, die ihr haben wollt, ist es natürlich auch temporell möglich. Punktuell möglich, so, Entschuldigung. Subs sehen jetzt auch Werbung, okay. Ja, dann ist es echt gemein. Außen geht man jetzt mit den UMPs und vor allen Dingen auch mit den SMGs, nicht SMGs, sondern einer UMP und dem Galils nach vorne. Der große Punkt ist, Sharks ist nur mit 5 USPs am Start, deswegen sollte man eigentlich bündeln. Masse statt Klasse in dem Augenblick. Auf jeden Fall das Programm, was wichtig ist. Und außen gibt es mal auf die Schnauze. Also, Hydrex zumindest 59 HP bei ihm, hat auf jeden Fall einiges abbekommen. Jetzt ist nur noch die große Frage, ob es schafft, Sharks hier auch relativ schnell zu verschieben. Sie gehen nicht auf den unteren Spot, bleiben oben stehen, haben also da irgendwie so ein bisschen das Mindgame gesucht, dass vielleicht Singularity denkt, dass sie gerade in der Rotation sind und doch nach oben gehen. Also ist natürlich immer viel Spekulation, aber in dem Augenblick sollte das wahrscheinlich sogar Sinn machen. Nur wenn man es auf dem Channel so einstellt, die Tricks. Echt, kann man das ausstellen? So, und das könnte hier eine Runde werden, eine sehr seltene, wo einfach alle 10 Spieler überleben. Sieht man auch echt selten, aber es kommt vor. Wobei man hier noch versucht, wirklich recht spät auf die Frags zu gehen. Und das passiert jetzt hier auch. Hydrex! Aber nein, nimmt einfach nur 2 Spieler raus. Insgesamt hat man bei Sharks 3 verloren und somit das 10:7. Also, die Terrorseite läuft gerade einfach bei den beiden Teams bedeutend besser. So, schöne Außenbalance-Smokes, wie immer. Keine Frage, die braucht man einfach, um letztendlich den Außenbereich vernünftig anspielen zu können. Sharks jetzt mit der AWP und vor allen Dingen auch mit vernünftigen Waffen unterwegs. Und Singularity, die streuen einfach jetzt mal den Rush des Todes ein. Und wollen damit natürlich hier punkten. Erst nehmen sie auch aus. Also, Leo Drunky kann keinen Impact setzen. So ein JNT weiß auch um den zweiten Spieler. Wert natürlich jetzt hier ab. Schöner Laufweg da unten von der Nummer, wer war's? Die Nummer 5, Shake Sula. Und der steht auch schon wieder close distance. Könnte jetzt hier nochmal Support, eine Flashbang bekommen und gebrauchen. Und dann kann er da auch natürlich noch mehr Impact geben. Ryan jetzt im Bombplant, nutzt doch nochmal die andere Position. Und ja, am Ende ist es hier wieder die nächste Runde für Singularity. Konnten Sharks da komplett auf dem falschen Fuß erwischen und damit haben sie natürlich den Raum aufgeben müssen und stehen jetzt hier dem 8:10 gegenüber. Ja, und mühsam oder stetig ernährt sich das Eichhörnchen und damit können sie hier immer Runde für Runde für Runde, Nuss für Nuss für Nuss, bis sie am Ende dann einfach ja, überwintern können. So, damit 8:10. Sharks nutzen die Gunst der Stunde, haben 2 Shotguns eingekauft, wollen also damit die Runde quasi auf ihr Konto verbuchen. Funktioniert öfters mal, man muss halt mal nah genug drankommen. Pommes ist das gerne mal gesehen, das Modul.
Dann Floppy mit dem nächsten RCF kann rausgenommen werden. Damit zumindest eine Shotgun schon mal beseitigt. Aber JNT, der gibt nicht auf und hält seine Mannschaft da im Rennen. Schön ausgeteilt, also getradet. Die Frags, jeweils 1-1. Trotzdem Waffenvorteil natürlich immer noch bei Singularity gegeben. Aber sowas kann auch ganz schnell mal in eine andere Richtung umschwenken. So, damit Nack. Oh, 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 Kosi und Exit. Oh mein Gott, hier immer wieder hin und her, Ping und Pong. Observer gerade noch nicht so hundertprozentig on point und JNT einen so wahnsinnig wichtigen Track. Und damit muss sich Hydrax jetzt hier gegen JT durchsetzen und der predicted das Ganze 11-8. Aber wirklich jede Runde ist hier ein Kampf. Jede Runde ist hier ein Krampf. Und so, wer ist denn alles noch im Chat unterwegs, Freunde? Schreibt doch mal was. Und wenn es nur ein Plus ist, ein Smiley, irgendwas. So, diesmal Rampe vorpushen. Vor allen Dingen durch die UMP möchte man natürlich mit der SMG nach vorne kommen. Möchte man diesen lange Distanz natürlich aufbrechen. JNT sogar gleichzeitig mit nach vorne gegangen und aus dem Außenbereich fast mit dem Lack mit dem zweiten Track. Das schafft er aber in dem Augenblick nicht. Trotzdem 3 gegen 3 Situation. Floppy mit einem HP, Ryan auf 21 und OC, der ist zumindest mit 100 HP unterwegs. Deswegen wechselt man jetzt auch die Waffe Floppy dann durch diese 1 HP, zumindest mit der Möglichkeit, hier noch mehr Impact zu bringen. Aber nein, super stark, super cremig. Exit kann diese Runde beenden. Und ja, das sogar in Direction of Travel. Das Mikrofon ist anders. Lieber Marcosio. Marcosio. Ich bin von zu Hause, caste ich. Homeoffice. Und deswegen ist das Mikrofon nicht ganz der Qualität entsprechend wie aus dem Studio. Aber ich finde, es ist immer noch mehr als in Ordnung. In my honest opinion. Aber danke für die Nachfrage nach meinem Gesundheitszustand. Da freue ich mich. So, Nack und Leo Drunky, die finden die ersten Spieler. Exit ist auch da. Oh, Nightrex. Der lässt sich nicht so einfach vernaschen. Der geht hier mal richtig auf Runde. Und ja, damit beendet Leo Drunky das ganze Ding in 13-8. Sehen wir hier bei den Haien und damit haben wir hier auch das nächste Timeout. Vielen, vielen Dank an den Kurdenhobold. Der, ach doch, richtig. Der Kurdenhobold, der ist mittlerweile auch schon 5 Monate bei uns am Start und hier der 2. fortlaufende Monat von ihm. Vielen, vielen herzlichen Dank, mein Herzblatt. So. Damit läutet die nächste Runde ein. Wann, was ich mit dem Herzblatt, wohin geht die Reise? Smoky Blind, ich folge dich seit 30. September 2012. Alter, ja, das könnte sogar echt so einer der ersten Follower sein überhaupt. So, 13-8 auf jeden Fall der Spielstand. Wir sehen es, es wird immer mehr angepasst und diesmal sind es 5-mal SG auf der Terrorseite. Die nutzen sie natürlich sehr, sehr gerne. So, eine Granate raus, JNT durch die Smoke fündig geworden. Ach, das ist natürlich super ärgerlich. Damit natürlich schon mal Singularity instant im ersten Keim erstickt. Da ist erstmal unten im Fensterbereich eingenommen, damit natürlich viel, viel Raum für Singularity erspielt. Aber jetzt geht's da vorne, stark, next! Dann hier wunderprächtig das Ding hier abwehren und Shake Zula alleine gegen 3. Und das machen sie so gut, ne? Standen einfach komplett close vor dem Window, haben schön das Ganze, die ganze Smoke abgeaimt. Und dann am Ende
ist Nektar komplett cool geblieben. Exit nimmt den letzten Frag. 14 zu 8. Ja, und es zeichnet sich langsam eine gewisse Dominanz der Haie ab. Und das würde bedeuten, dass wir gleich Energy gegen die Sharks sehen würden. Aber ganz im Ernst, da sehe ich einfach keine großen Chancen. Sehe ich einfach nicht. Sharks zeigt zwar jetzt gerade auf jeden Fall, dass sie hier dieses Spiel dominieren können. Aber ob es am Ende für ein Energy reicht, das wage ich zu bezweifeln. Was sagt deine bessere Hälfte zu der Ratsche? Die ist nicht da, die ist auf Mallorca. Deswegen caste ich von zu Hause. Energy 2-0, safe. Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Vielleicht Nuke, wenn es dazu kommt, könnte noch ein bisschen spannender werden. Aber auch selbst da werden sie wahrscheinlich zertrümmern. Ganz egal, welche Map kommt. Vielleicht Vertigo sollte man nicht unbedingt spielen. Die früh raus, dann passt das schon. Ohne dich auf Malle. Ja, ich bin nicht so der Urlaubsmensch. Ich bin froh, wenn sie alleine fährt. Weil sie braucht Urlaub und ich mag es nicht so gerne. Manchmal fliegt sie mit ihrer Cousine, dann mit einer Freundin oder was. Diesmal ist sie alleine unterwegs, das erste Mal. So. RCF Nummer 1, 2. Und man holt hier an der Rampe auf jeden Fall einiges an Frags. Trotzdem das Ganze nicht so ideal verlaufen. Juckt am Ende aber dann keinen mehr. Wir haben das 15 zu 8 und Sharks hat die Möglichkeit jetzt hier 7 Map-Punkte für sich zu erspielen. Einen davon brauchen sie nur. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. So, damit nächste Runde. Mal gucken, ob man einen schnellen Aufbau bei Singularity machen wollte. Hydrex hat auf jeden Fall sofort den ersten Frag erzielt. Die Knochenregel ist natürlich aber auch im internationalen Bereich sehr weit gespreadet. Jeder kennt sie eigentlich. Und aus diesem Grunde ist natürlich auch hier nochmal die Möglichkeit da, dass man vielleicht eine Runde noch mitnimmt. Aber Leo Drunky, der hat was dagegen. Genauso wie der gute JNT. Jetzt hat man nur 3 Spieler. Den nächsten rausgenommen. Floppy ist bekannt. Wenn er jetzt hier das Duell natürlich gegen Catwalk noch holen kann, wäre das wunderprächtig. Aber dann ist das Spiel schon runtergedroppt. Letzte Überlebende ist Hydrex alleine gegen 3. Und ich wage es jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass er das hier noch wegklatschen wird. Und dementsprechend sollte das hier dann das 16 zu 8 werden. Die Bombe wird gelegt. Da zieht jetzt der Spieler nicht rum, okay? Achso, sehr schön. Smoke als komplett als Verarsche geworfen. So, jetzt nochmal schön Granaten. Hydrex hört den ganzen Kram, weiß jetzt ganz genau, alles klar. Hinter mir wird höchstwahrscheinlich nichts mehr kommen. Das heißt, er geht jetzt hier nochmal aufs Duell. Nummer 1 sieht er. Nummer 2 kann er holen. Nein, schafft er nicht. 13 RCF wird rausgenommen. Damit 15 zu 8, beziehungsweise jetzt das 16 zu 8 bei den Sharks.